Und haben dann unterm Strich nichts gefunden. Oder doch, wir hatten irgendwas gefunden. Doch, wir hatten irgendwann eine Höhle. Hier. Ja. Yep. Genau. Und hier hast du mit TNT rumexperimentiert, wenn ich mich recht erinnere. Ja, es wird wohl so gewesen sein. Weil die Höhle war nämlich nicht mehr schön symmetrisch ausgehöhlt. Ha. Genau. Haha. Mann, oh, ey, Mann. Heute ist aber wirklich dumme Sprüche. Kein Kommentar für schlechte Sprüche heute, echt. Dafür gibt es eigentlich schon ein Like unter dem Video, nee, ey. Dafür gewinne ich definitiv heute keinen Orden. Nee. Nee, nicht wirklich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, ich könnte mir übrigens auch mal wieder meinen behaarten Rücken rasieren. Oh, habe ich das jetzt laut gesagt? Scheiße. Als wäre das keine Absicht gewesen, ne? 18 Iron Ingold. Ingolf. Wer ist ein Ingolf? Ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt, oder? Irgendeiner hatte in dem Let's Play, hatte anstatt Ingot, hatte der da Ignot gesagt. Das war lustig. Oh, da haben wir... Nehmen wir jetzt hier alles mit, haben oder? Haben wir Eisen. Ignot. Ignot. Ingot. Ignot. Hey, guck mal, hier fehlt doch nur ein bisschen, hier fehlt nur ein Block Obsidian, dann könnte man das anschmeißen. Ja, ich weiß, ich habe den da nur weggehauen, den einen. Ich habe das ja auch weggehauen in der Dingens mit einer Eisenspitzhacke. Ja, stimmt, das ging nicht, weil die zu nah beieinander waren, ne? Ja, weil wir sind durchs Falsche irgendwie gegangen. Lass mal zu der Säule. Ja, warte, was ist denn jetzt mit dem Eisen? Hast du das jetzt mitgenommen alles oder nicht? Ja, habe ich alles in der Tasche. Also das Fertige und das noch das Erz noch. Ja. Okay. Wo bist du denn jetzt? Ach da. Warte, ich muss mal hier ein bisschen an meinem Brot schnabulieren hier. So. Ich komme! Ich wollte mich nur noch mal eben in den Tod stürzen, ich weißt du? Das mache ich doch so gern. Ich bin oben. So, da hinten ist diese Säule. Ach so, zu der Säule willst du. Okay. Hm? Ja, das ist unsere Höhle, wo wir da vorhin angefangen haben. Zu höhlieren. Also, in die Höhle zu wandern. Ach Quatsch. Das ist eine andere Höhle. Nein, das ist die. Aber wie das eine andere Höhle ist? Nein, das ist die. Nee, da haben wir oben rauf keinen Ausgang gebaut. Nein, das ist die. Ist das echt die? Ja, das ist die. Das ist doch super, dann kommen wir da wieder zurück nach Hause. Richtig. Aber wir haben immer noch keine Kartoffel. Ja, irgendwie nicht. Voll doof. Das belastet mich langsam psychisch. Mich belastet eigentlich immer, wenn ich mit dir am Spielen bin, aber so das... Ja, das ist Standard, ne? Oh, Kohle! Kohle! So, hier ist unser Nitaportal. Was ist da? Nitaportal! Nitaportal! Boah, wie viel Kohle ist denn hier bitte? Boah, ich habe übrigens auch Hunger. Hab ich dir schon gesagt? Ich glaube, ich schmeiß mir gleich eine Fertigpizza in den Ofen. Echt? Hast du so Hunger? Ja. Aber dann machen wir doch die Aufnahme fertig. Ja, das auf jeden Fall, ja. Mussten noch 45 Weil Minuten schmachten. Ich habe jetzt voll Bock noch zu zocken. Oder wie lange haben wir schon aufgenommen? Stunde 20 haben wir. Ah, perfekt. Ich habe bei mir keine Ansicht mehr. Habe ich weggemacht. Ja, machen. Können ja auch mal ein bisschen länger spielen oder so. Ist ja egal. Dann machen wir mal ein bisschen Überlänge. Überlänge, genau. 20 Zentimeter. Nie im Leben. Kleiner Peter. Was? Nein. Nein. Nee. Oh, guck mal, hier liegt ein Lilipad. Ich weiß zwar nicht, was man in der Höhle mit dem Lilipad will, aber hier ist ein Lilipad. Ich bin auf jeden Fall auf dem Weg zurück, schon im Leder. Ah, okay. Ich guck mal, ob hier noch irgendwas in den Kisten ist, was wir noch mitnehmen können, aber ich glaube, hier haben wir alles mitgenommen. Ist irgendwas in den Öfen? Da haben wir da auch schon alles raus. Da ist nur noch ein bisschen Kohle, aber die kann man ruhig drin lassen. Wenn wir das nächste Mal hier sind. Mann, das ist doch doof, ey. Endlich wollen wir Kohle. Nee, nicht Kohle, Kartoffel. Das ist so wie bei Emerald. Woher kriegt man denn Karotten? Auch von Zombies. Von Pick-Zombies oder von was? Nee, von Zombies. Aber ich hau mal jetzt einen Pick-Zombie. Ist hier noch sonst einer? Jo, aber egal. Ich hau den jetzt mal. Ich will jetzt gucken, ob der mir... Irgendwas hat der mir gegeben, aber ich muss schnell weg, sonst bin ich tot. Ich muss in Deckung. Und ich hör einen Gast. Ich nicht. Einen ungebetenen. Einen ungebetenen Gast. Ja. Aber ich finde, wir könnten wirklich mal dort, wo wir ich und Andy das Portal mal hingezimmert haben, da könnten wir mal was hinbauen. Ja, ich wäre auch dafür. Das Neta-Portal. So bauernhoftechnisch könnte man doch dort irgendwas hinbauen. Ich wäre dafür, wir bauen das Neta-Portal komplett in Obsidian ein. Das ist doch eine coole Idee, oder? Sehr sinnvoll. Ich finde das eine coole Idee. Hat nicht jeder. Ey, wir haben ein Obsidian, wir haben ein Neta-Portal. Echt?
Und was habt ihr damit gemacht? Boah, wir haben das komplett in Obsidian eingebaut. Mann, das war eine tolle Sache. Auch nicht schlecht. Wo bist du denn jetzt? Du. Boah, ich hab Hunger. Also jetzt da nicht im Spiel, sondern halt in Wirklichkeit. Ja, es muss halt noch ein bisschen aushalten hier. Mein Magen verdaut sich gerade selber. Bleib mal hier. Warum? Weil du hier bleiben sollst. Ich will aber nicht. Doch? Nein, ich will nicht, weil ich werde von Pixomies gejagt. Und ich habe ein Golden Nugget aufgesammelt. Komm einfach wieder zurück. Ja, was will ich denn bei dir? Du riechst so komisch. Ich bin so ungern bei dir in der Nähe. Komm, wir machen hier mal einen richtigen Gang raus. Nein, irgendwann und dann, ich will wegen Kartoffeln. Oh. Ja, die können wir auch dort farmen, wenn es dort welche gibt. Ich cheate mir gleich eine Kartoffel. Edge. Ich esse jetzt ein Mars Mini. So. Was haltet ihr denn davon, Leute? Sollen wir uns einfach mal eine Kartoffel cheaten, bevor wir hier stundenlang und wochenlang hier rumlaufen und dann Zombies hauen und Kartoffeln suchen und so mal auf die Antwort kannst du wohl lange warten. Keine Ahnung. Einfach mal ausnahmsweise mal eine cheaten und Kartoffel. Und eine Möhre. Möhre? Kartoffel? Bitte? Ich mal voll die Gänsehaut. Warum habe ich eine Gänsehaut? Nein, ich habe eine Gänsehaut. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil ich immer gern auf Gänse haue. Gott, ich bin heute richtig schlecht. Ich glaube, ich habe wirklich zu wenig geschlafen. Und drüben bin ich. Super. Und wo bist du jetzt hin? Du Pansen? Immer den Fackeln hinterher. Ich folge dem Pansen. Ich habe irgendwas gehört links. Da bist du. Die Kühe machen auch jetzt coole Geräusche. Möh. Gott sei Dank höre ich die nicht. Und die machen das auch mit der Nase. Und ein Creeper, höre ich. Hm? Die atmen jetzt richtig aus, die Kühe. Das Einzige, was jetzt noch zum richtigen Realismus fehlt, sind die Fliegen, die ganze Zeit um die Kühe rumherum fliegen. Die so am Arsch von den Kühen kleben. Nee, ja, meistens an der Nase eigentlich, aber egal. Ich weiß ja nicht, wo du deine Nase hast, aber gut, okay, ich weiß ja nicht. Vielleicht hast du ja deine Nase die ganze Zeit am Arsch hängen, kann ja auch sein. Wer weiß. Ja. Du bist ein Schnüffler. Ja, aber ist kein Problem. Du hast doch bestimmt Nasenhaare, ne? Ich habe Arschhaare, lass zusammenknoten. Was denn? Hallo? Der Chicken war gerade geil, der ist voll durch den Baum gebacken. Wo bist denn du lang gelaufen? Ich bin einfach in die Richtung weitergelaufen, in der du mir gefolgt bist. Wo du dann meintest, umdrehen zu müssen. Ja. Würde ich dir auch empfehlen. Ja, jetzt, geh mal wieder zurück zum Wasser. Und wenn du am Wasser bist, dreh dich mal genau 90 Grad nach links. Ja, komm mit. Warum? Weil die Sonne untergeht. Ich wollte aber da mich umgucken, ob da irgendwas Tolles ist. Vielleicht ein paar nackte Weiber oder so. Lass einmal zu Hause vorbei und dann holen wir ein paar Sachen. Weil okay. Ich würde dort hinten gern den langen erhegten Wunsch eines Bauernhofs erfüllen. Was? Hier irgendwo. Weil hier bist du mitten in der Steppe. In der Steppe. Hier gibt es sehr viele Kühe und so. Aber die Steppe ist normalerweise Wüste. Ach, halt's Maul. Beziehungsweise sehr karges Land. Ah, da hinten ist das Portal. Oh, hier ist eine Höhle. Boah, Eisen! Und Kohle! Und Eisen! Und Zombie! Ha? Nein. So, ich hole mir jetzt ein Eisen hier. Komm, was wolle. Bottrop. Was ist? Bottrop. Genau, Bottrop. Bottrop Kirchhellen. Bottrop erwähnt. Ja, genau. Nach Gelsenkirchen. Von Bottrop Kirchhellen nach Gelsenkirchen. Ich meine, wer zieht denn freiwillig nach Gelsenkirchen, ey? Meine Güte. Ich wohne ja direkt neben Gelsenkirchen, das ist ja das Schlimme. Ich weiß ja, wie das da ist. Da will man nicht freiwillig hin, eigentlich. Und bevor jetzt in den Kommentaren steht, hey Tora, wo kommst denn du denn her, wenn du sagst neben Gelsenkirchen? Ich komme aus Essen. Aus der einzig vernünftigen Stadt hier im Pott. Direkt nach Gelsenkirchen. Direkt nach Gelsenkirchen. Die haben die scheiß Schalke-Fans. So. Hab da jetzt davon. Jetzt mache ich mich unbeliebt. Ist mir egal. Oh, ansonsten ist ja aber nichts mehr. War nur ein Haufen Kohle und ein bisschen Eisen. Gut, dann komme ich mal wieder hoch.
Ja, Richtung Portal laufen. Richtung Portal. Ich stehe auf dem Portal und warte. Wurde ich übrigens auch mal gefragt. Tora, spielt ihr auch mal ein Portal Let's Play? Und habe ich dann ganz dezent gesagt so, Nö. Na gut, warum? Wir haben zwar Portal 2 und so, könnten wir wirklich mal im Koop spielen, aber dann so Custom Maps und so, nicht jetzt Standard Portal. Ich bin schon durchs Portal gegangen, ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig war. Ja, ich auch. Wo denn? Ich habe dich nämlich noch gesehen am Portal. Ach da. Hä? Bei mir standest du noch am Portal. Oh, ich muss was essen. Ich habe nur noch drei Hunger-Dinger. Apropos Hunger, wir könnten eigentlich auch mal ein Hunger Games Special machen. Könnten wir, ja. Mann, ich habe heute so geile Überlänge, ne? Ja, von Hunger nach Hunger Games. Ja. Hätte ich dir gar nicht zugetraut. Ja. Richtig innovativ bin ich heute. Wow. Geil. Gehe ich nachher erstmal wieder ein paar Schafe schlachten. Vor Freude. Also im Gegensatz zu sonst hast du... Ich wieder ein Schafsopfer. Oh, au. Oh, Hilfe. Oh, Hilfe. Wie bist du da jetzt überhaupt drauf? Ich bin hier drüber gesprungen. Hilfe. Hier mal einmal durchs Portal, bevor das in die Luft fliegt. Ich wollte mal auch mal gucken, ob da hinten, ob das noch existiert, was wir da gebaut haben. Da. Das wollten wir ja auch irgendwann mal eigentlich mal fertig gebaut und erweitert haben, aber da ist ja auch irgendwie nichts raus geworden. Das Netherhäuseli. Das Netherhäuseli. Ja, irgendwie ist da nichts raus geworden. Nee, dabei ist das richtig cool hier. Aber hier ist eine Kiste, aber ist nichts drin. Schade. Ja, die haben wir doch mal obligatorisch da reingesetzt. Ich weiß ja nicht mehr, aber war eine oder coole nicht? Sache, das hier zu bauen. Das war cool, hat Spaß gemacht. Jo. Vor allem, weil es so richtig episch aussieht, so richtig episch. Ist nur nicht lila. Mein Gott, ich weiß nicht, was wir in dieser Aufnahme noch machen sollen. Auf jeden Fall eine Menge Scheiße labern, weil ich habe heute irgendwie Quatschwasser, Laberwasser getrunken. Ja, irgendwie schon. Ich weiß auch nicht. Ah, vielleicht sind das die Drogen. Wer weiß, bei dir ist alles möglich. Ich habe ihm nicht gesagt Hasch oder so. Drogen können auch Salben sein. Also, ne, weil ist ja auch sehr Drogerie. Drogenerie. Weißt du was? Du willst mich ja jetzt überholen, ne? Nix da, mein Freund. Du fährst mal schön wieder zurück. Hast du jetzt davon? Angie Badgie. Wir müssen eigentlich auch... Ach ne, die haben wir ja letztens erst umgebracht. Was? Was willst du jetzt? Darauf war ich vorbereitet. Hast du jetzt ein Spiegelbild gesehen oder warum lachst du? Ne, ich hab dich in... Nein, Moment. Du hast dir mich in Unterwäsche vorgestellt, gib's zu. Hey, nein. Da hätte ich nicht gelacht, dann hätte ich einfach nur geschwiegen. Hättest du geweint? Nee, geschwiegen. Wegen dem Hammer. Welchem Hammer? Dem Hammer. So, wir sollten draußen mal eben noch ein bisschen Weed ernten. Aber ich muss erstmal wieder Zeug ablegen. Weed wolltest du ernten? Aua, ich hab mir gerade jetzt meinen Ellbogen angebumst. Aua. Das Tora heult. Ja, ich hab mir den Ellenbogen angebumst. Hier, willst du mal pusten? So, Flashlight oben rein. Jo, was du da machst, das geht mal voll nicht klar, Herr Mann, ne? Alter, Junge. Das geht mal echt gar nicht, ja? Das hast du ein Problem? Das verstößt mal echt voll gegen meine konstitutive Einstellung, ja, Mann. Hast du was gekippt? So, ich werde jetzt mal den Pflasterstein oder auch Koblé oder auch Köbbels. Pflasterstein, Erde. Ich würde aber sagen, ich werde mal das ganze Zeug, was ich sonst noch so habe, hier, dieses ganze Mob-Zeug, das werde ich jetzt mal hier ein bisschen einsortieren. Ich habe auch noch Fleisch, Steak. Ein bisschen Lapis Lazuli. Kann das sein, dass das von dir ist? Ich hab auch noch. Ich hab rohes Rindfleisch. Das werfe ich dir jetzt mal in den Kopf, ja, hier. Das so. Hab ich auch noch. Pam. Und Krabbel hab ich auch noch. Und ihre Nore. Knochen. Was hab ich denn noch hier? Knochen noch nicht. Kann noch weg. Ich hab ja einen Goldnugget. Wo packen wir den denn hin? Da. Der kommt bei Seltenes rein.
Ach, ich schmeiß halt ganze Mobzeug, schmeiß ich jetzt mal da rein, das Fleisch und so, alles, was ich jetzt noch nicht verbraten hab. Schmeiß jetzt da rein. So, Edge. Ich hab noch Fackeln zum Fackelieren. Und hier meine Nahrung, da sind die Eier drin. Ach, da oben sind meine Eier.